Und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Arezu. Ich bin Arezu. Wir sollen uns eine Waffe auswählen. Ich nehme an, dass es etwas dauern wird, weil wir uns die verschiedenen angucken müssen. So, Objekte verwalten können wir nicht, herstellen können wir nicht, Objekte verkaufen können wir nicht, Ausrüstung verkaufen und Aussehen verändern können wir nicht, aber wir können unsere Ausrüstung ändern. Tutorial: Die 14 Jägerwaffen. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber mächtig. Entscheide dich für eine Waffe und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinem Raum sprichst. Dort kannst du beliebig lange mit deiner Waffe üben. Video abspielen. Was? Nein, ich will das Tutorial nicht verlassen. Ich will noch mal kurz zu... Nein! Ah, da sehen wir einfach ein bisschen rumgeschlagen. Ah ja, das ist Schild und Schwert noch. Und das ist offenbar das Bogengewehr. Okay. Rüstungsset bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfähigkeiten, die die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit 1 und 2 kannst du die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern, um schnell zwischen deinen Lieblingskombinationen zu wechseln. Klingt alles schon mal ganz gut. So. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Wir wollen... Moment, Vorschau. Eine Nahkampfwaffe für schnelle Bewegungen und die Abwehr von Angriffen. Anfängerfreundlichkeit 3 Sterne. Ist das gut oder schlecht? Okay, gucken wir mal. Wir haben ein Schmetterschwert. Eine Nahkampfwaffe mit wenig Mobilität, aber mit mächtigen Angriffen. Nicht unbedingt meins. Ich will schnell sein. Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Gut, das ist gut. Jägermesser hatten wir eine ja eben schon. Eine Nahkampfwaffe für schnelle Bewegungen und die Abwehr von Angriffen. Mit hoher Anwenderfreundlichkeit Zwillingsdolche. Eine offensive Nahkampfwaffe, mit der man Angriffe schnell herabprasseln lässt. Gut, was haben wir hier? Ein Eisenhammer. Eine schwere Waffe, mit der man Monster aus nächster Nähe angreift und betäubt. Gut, Metall-Dudelsack. Eine besondere Unterstützungswaffe, die Jägern verschiedene Boni gewährt. Okay, Anfängerfreundlichkeit nur 1 Stern, aber ich finde die Idee mit einem Dudelsack zu kämpfen schon irgendwie witzig. Eisenlanze, davon haben wir ja welche gesehen eine in der Schmiede. Eine defensive Waffe, die Sturmangriffe und viel Fußarbeit erlaubt. Nicht so meins. Eisengewehrlanze. Eine defensive Waffe mit verschiedenen Schussangriffen. Ich finde schön, dass sie immer was dazu sagt, muss ich nicht. Proto-Eisenaxt. Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite sowie ein mächtiges Schwert. Okay, ich habe mich in der letzten Folge bei einer Waffe gefragt, ob es eine Axt oder ein Schwert ist. Eventuell war es eine Proto-Eisenaxt. Proto-Kommissionsaxt. Eine Waffe, die als Schwert Energie speichert und sie als Axt freisetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Eisenklinge? Eine ohne Lanze. Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Kinsekten ermöglicht. Was sind Kinsekten? Kettenblitz? Eine Fernkampfwaffe mit viel Raum für Bewegung und vielen Munitionsarten. Und viel oder vier? Eine Fernkampfwaffe. Ah, viele Munitionsarten, okay. Eisenüberfall? Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Mobilität will ich aber Eisenbogen. Eine aufladbare Waffe, mit der du aus mittlerer Entfernung angreifen kannst. Ich mag Bögen. Eventuell nehmen wir das. Keulendrohnen. Oh, du kannst nur dann ein Insekt wählen, wenn du eine Insektenklinge ausgerüstet hast. Ah, okay. Also wenn ich die Eisenklinge hätte, dann könnte ich hier zwischen Schadensdrohnen und Keulendrohnen wechseln. Ja, aber da müsste ich das eben direkt auswählen und ich weiß nicht, ob ich dann zwischen den anderen zu den anderen direkt wechseln kann. Wir starten mit einem Bogen. So. Wir haben tatsächlich auch Ausrüstung. Zu der haben wir kein Video, das ist ja...
Verteidigung scheint das alles zwei. Ah, nee, der Ursprungshelm hat 6. Das hier hat noch besonderen Schutz gegen Wasser, das gegen Feuer. Fähigkeiten. Moment. Na toll. Amut, Tab bringt Fähigkeiten Info. Hoppala, man sollte nicht gleichzeitig Shift drücken, wenn man Steam anhat. Wildbeuterglück erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seltene Sammelpunkte neu erscheinen. Okay. Wir gucken trotzdem an. So. Meistersammler beschleunigt das Sammeln und verhindert Angriffe, wenn du dabei zurückgestoßen wirst. Verhindert Angriffe, wenn du da... So heißen, ich bin dann immun gegen zurückstoßende Angriffe oder kann ich einfach nur nicht zurückgestoßen werden? Und Hungerwiderstand reduziert die Abnahme der maximalen Ausdauer. Wir nehmen mal das hier. Das klingt nämlich, als könnten wir das gebrauchen, wenn wir viel umherrennen wollen. Ja, hier ähnlich. Also nicht ähnlich, sondern genau das gleiche, ne? Oh, Moment, das hat auch Hungerwiderstand. Die haben alle Hungerwiderstand, oder? Nein, Moment. Nee, die haben einfach generell nichts. So. Ja, nehmen wir hier noch die Lederpanzerung. Ja, wenn man sich mehr auskennt, kann man das auch direkt am Anfang einfach wählen. Denn ich hatte ja die ganze Option schon. Ich nehme an, das hier bedeutet, dass das zum Vorbestellerbonus gehört. Ich bin zwar kein Vorbesteller in dem Sinne, habe aber eine Vorbesteller-Edition mir geholt. So, wunderbar. Laufen wir nicht mehr in Unterwäsche rum. Gut, wie kommen wir jetzt zurück? Und mit 1 und 2 wechseln wir... Ah, hier zwischen den Infos. Ausrüstungsinfo, Rüstung aus bearbeiteter Monsterhaut. Eine gute Wahl, entworfen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Ja, hier haben wir noch ein paar Details. Dazu mit befassen wir uns später. So, Ausrüstungsset 1 klingt gut. So. Kann ich das umbenennen? Kann ich tatsächlich. Mache ich jetzt aber momentan noch nicht. Wie kommen wir hier jetzt raus? Wenn ich Escape drücke, benenne ich hier um. Das will ich ja nicht. Ah, okay. Rechtsklick und dann sind wir hier draußen. Und nochmal Rechtsklick. Okay. Ist bei Konsolenports immer ein klein bisschen merkwürdig, die Steuerung. Also nicht immer, aber oft. Das hatten wir ja zum Teil bei Arkham City jetzt. Wo heute, während ich das aufnehme, die letzte Folge rauskam. Gut, dann sind wir hiermit fertig. Und Monster Hunter World kam, glaube ich, vor... Ach Gott, einem Vierteljahr oder so für Konsolen schon raus. Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt. Und meine Partnerin hat eine Quest für mich. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Okay. Meets, meets, meets. Ich weiß, sieht aus. Es sieht aus wie schnell für neue Jäger zusammengeschustert. Aber das stimmt nicht. Bei meiner Pfote. Hier ist alles, was du. Was der Miauster braucht. Das ist ein Miauster. Du hast deine ganz eigene Ausrüstungstruhe für dich zum Verwalten und Wechseln deiner Sachen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dich vor anderen umzuziehen. Du hast nämlich Mitbewohner. Das hatte ich nicht gesagt? Nein? Hier hast du auch einen Bereich zur Verwaltung deines Palikos. Direkt neben deinem Bett. Praktisch, oder? Ach, eins noch. Wenn du Zugang zum Trainingsbereich brauchst, sag mir einfach Bescheid. Ich greife dir jederzeit unter die Pfoten. Ich helfe immer Schnurrstacks. Was braucht der Miauster denn? Wir wollen zum Trainingsbereich. Ja, bitte. Grundlagen, die Waffenschärfe mit jedem an. Tutorial, willkommen im Trainingsbereich. Schlage auf die verschiedenen Objekte in der Umgebung ein, um ein Gefühl für die Angriffe deiner Waffe zu bekommen. Willst du eine andere Waffe benutzen, tausche sie einfach an der Objekttruhe aus. Du kannst außerdem sämtliche Munitionstypen sowie Fiolen und Beschichtungen ausprobieren. Alle im Trainingsbereich eingesetzten Verbrauchsobjekte werden nicht aus deinem Inventar entfernt, also probiere so viel aus, wie du möchtest. Weiter. Nein, ich will es nicht verlassen, es sei denn, es geht tatsächlich nicht weiter. Ja, dann wollen wir das... Okay, gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Klick. Der Bogen ist eine aufladbare Fernkampfwaffe. Halte dein Ziel immer auf Distanz, während du schießt.
Okay. Erst einmal einen schnellen Schuss. Machen wir. Ach Gott. V zielen. Was? Wer hat sich denn das ausgedacht? Okay. Schneller Schuss. Aha. Aufgeladener Schuss. Steuerung. Oh, das muss ich ändern. Das geht so nicht. So, was war dann noch? Spezialschuss. Achso, das ist der schnelle Schuss. Parabelschuss. Steuerung und dann Steuerung und rechte Maustaste. Okay. Gut zu wissen. Kraftschuss ist. Okay, ich weiß jetzt nicht, was. Okay, eventuell ist das Springen das Symbol mit dem Pfeil nach oben. Steuerung, dann Steuerung und Sprung und. Das ist der schnelle Schuss gewesen. Nee, das war's nicht. Nein, ich weiß nicht, was dieses Pfeil nach oben bedeutet. Das ist unpraktisch. Cool, kann ich auch wieder loslassen. Das, okay, ich kann den auch ein bisschen gezielter machen. Das ist schon mal schön. Vielleicht Mossrad? Nee, aber kann ich Kraftbeschichtung machen. Okay, Moment mal kurz. Gehen wir mal in die Einstellung. Mission, Steuerung. Bestätigen Taste A. Toll. Habt ihr das überhaupt portiert oder habt ihr das einfach bloß auf eine CD-ROM raufgeworfen, damit die Computerspieler da spielen können? Ja, detailliertere Steuerung haben wir nicht. Das ist. Ach, da, Tastatureinstellung. Fernkampfwaffen, wer ist das? Klar, zum Bewegen, Fokuskamera. Aha, aha, Chat ist auch klar. Wobei. Achso, Insert, einfügen. Objekte nach links blättern. Nein, das brauchen wir nicht. Ja, okay, hier haben wir das Mausrad für die Beschichtung. Schießen mit gezogener Waffe, ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll jetzt. Ich hatte ja den Verdacht, dass es ist, dass man nach oben gucken soll. Aber damit haben wir ja auch nur den Parabelschuss. Ah, okay, Moment, die laden auf und warten kurz. Und während das hier, also in dem entsprechenden Zeitfenster, können wir den Kraftschuss mit reinsetzen. Ah. Also das Zeichen dort, der Pfeil nach oben, bedeutet offenbar, dass man auf einen Effekt wartet. Also warten soll. Cool. So, dann Beschichtung nutzen und R. Beschichtung auftragen und. Oh. Okay, das hier ist der Drachentöter. Kann ich das auch gezielt machen? Ja, kann ich. Gut, dann habe ich das jetzt alles drauf, ne?
Zurückweichen, Space, gut. Und wegstecken mit B oder Shift. Warum habe ich eigentlich so einen riesigen Bogen? Ist das ein bisschen zu viel? Okay, jetzt sehen wir, das ist definitiv eine Schaufel. Jetzt weiß ich nicht, warum Arisiana eine Schaufel hat, aber okay. Gehst du so zurück zu deinem Raum, Miauster? Ja, machen wir. Meinen die Meister und hauen einfach das Miau mit rein? Wäre möglich, ne? Achso, ja, wir sollen ja zu unserer Kollegin gehen, ne? Dann tun wir das mal. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in die Interkantine, um dich für eine Quest zu melden. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Beginnen wir mit der Untersuchung. Ich werde in der Kantine auf dich warten. Mit dem Aufzug geht's schneller. Okay, ich komme. Dann gucken wir uns eben später um. Wir werden ja schon Gelegenheit dafür bekommen, ne? Mir wurde von Nemani erzählt zu dem Spiel. Ah! Wir müssen das anklicken, nicht warten. Dass man bei den verschiedenen Waffen nicht alle Kombos gesagt bekommt, sondern einfach rumexperimentieren soll. So, dann reden wir. Genau zur rechten Zeit. Okay, Partner, jetzt geht's los. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht, nicht? Ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter, kapiert? Ah, ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Jagdgebietes. Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du zur Quest die Jagdgast des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Worauf warten wir denn? Da draußen wartet eine wilde neue Welt voller Wunder auf uns. Auch eine neue Quest bekannt. Mit einer Quest bei, die von einem anderen Spieler bekannt gemacht wurde. Neue Quest bekannt machen. Tutorial Quests. Alle Quests haben Ziele, etwa das Töten eines Monsters. Um eine Quest zu starten, musst du sie zunächst annehmen. Aufgaben schließe diese Missionen ab, um die Geschichte voranzutreiben. Optionale Quests. Hierzu gehören auch Aufgaben, die du für NSCs erledigst. Du wirst nach und nach weitere Voraussetzungen erfüllen und weitere Quests freischalten. Du kannst so viele optionale Quests annehmen, wie du möchtest. Untersuchungen dieser speziellen Quests erhältst du in der Ressourcenzentrale. Sie können nicht beliebig oft abgeschlossen werden. Und Event-Quests, das sind besondere Quests, die du nur online spielen kannst. Gut, weiter. Ja, gut, weiter ist verlassen. Wir haben eine Aufgabe. Ja, töte 7 Jagras. Eine Tötungsquest. Was bedeutet das Zeichen? Belohnungsgeld. 720 Zenny. Zeitlimit 50 Minuten, okay. Bedingungen keine. Scheiterbedingungen, Zeit abgelaufen, dreimal ohnmächtig geworden. Andere Monster, ein Abtonos und ein Mernos. Der Kunde ist der Kommandant. Das Erscheinen des Sora Magdaos hat im lokalen Ökosystem Veränderungen verursacht. Begib dich in Jagras Gebiet zum Nachforschen und töte sie, wenn nötig. Gut. Dann bestätigen wir. Möchtest du die Quest annehmen? Verfügbare Gutscheine haben wir nicht. Ich weiß nicht, was die Gutscheine sind, aber... Quest-Countdown. Du kannst Astera erkunden, während du die Vorbereitung für die Quest laufen. Iss etwas in der Kantine, kauf Vorräte im Versorgungslager und hol dir im Ausrüstungsladen sowie der Schmiede die neueste Ausrüstung. Passe danach deine Ausrüstung über die Objektruhe an und dann dürfte es schon an der Zeit sein, mit der Arbeit anzufangen. Schau dir den Bereich oben links auf dem Bildschirm an. Ist deine Quest bereit, erscheint dort eine Benachrichtigung. Hast du deine Vorbereitung abgeschlossen, drücke Tab, um anzuzeigen, dass du bereit bist. Du kannst auch aufbrechen, indem du an einem der Tore von Astera linke Maustaste drückst. Wenn du im Menü Gruppenmitgliederstatus bereit zum Aufbruch auswählst, bricht die Gruppe auf, sobald alle Mitspieler bereit sind. Wenn du der Quest, Questleiter bist, kannst du mit, was ist das? Space, vorzeitig aufbrechen, zusammen mit den anderen, die bereit sind. Möchtest du das Tutorial verlassen? Ja, da war ja nichts mehr.
Abreisebereit. Gut, dann tap, öffne den Abreisebildschirm. Möchtest du zu der Quest aufbrechen? Drücke C, um die Quest abzubrechen. Ich bin bereit. Los geht's. Die armen Tierchen. Die fliegen da einfach nur rum. Denken sich nichts Böses. Und irgendein Jäger jagt... Okay, das ist unser erster Auftrag. Kein Pfeil ins Bein, aber... Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Gut, dann erzähl mal. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Das klingt zumindest logisch. Aber ob es einfach ist, das kommt wahrscheinlich aufs Ziel an. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Klingt logisch. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Gut, dann sehen wir mal auf die Karte. Okay, auf mach doch von selbst. Auf der Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Offenbar will ich. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Okay, genug erklärt. Schau auf die Gebietskarte, wenn du... zu langsam. So, Vorratstruhe. Dann sag mal, was haben wir? Ah ja. Das ist deine Vorratstruhe. Hey, Partner. Gut. Das will ich. Eine simple Ration stellt eine kleine Menge Ausdauer wieder her. Das will ich. Und eine leere Viole. Eine ganz normale, alte, leere Viole. Nicht mehr und nicht weniger. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Dann nicht. Und zurück. Gut, dann... wollt ihr noch irgendwas sagen? Bevor ich sterbe? Nichts kann uns aufhalten. Ja, das Ziel ist, eine bestimmte Menge Jagras zu töten und natürlich heil zurückzukommen. Mein Großvater hat immer gesagt, dass bei den besten Jägern die Sicherheit oberstes Gebot ist. Genau. Du hast alles, was du brauchst? Gut, dann mal los. Na, dann mal los. Genau. Ach, da lang, okay. Aha. Wenn du dich mal ein wenig erschöpft fühlst und deine Ausdauer niedrig ist... Dann was? Scrolle im Objektbalken nach links oder rechts, indem du... Sei vorsichtig. Ist das dein Ernst? So schnell kann ich nicht vorlesen. Lesen könnte ich vielleicht so schnell, aber... Wird schon nicht wichtig gewesen sein, ne? Hier scheint etwas zu sein, sagt Aresiana. Na dann... Jetzt sind wir ein bisschen auf der Hut. Aber wir haben ja einen Nahkämpfer, im Notfall hilft er uns, ne? Oh, Moment, hier ist was. Das können wir sammeln. Aha! Oh, wir haben zwei Tränke bekommen, indem wir das Kraut gesammelt haben, halt oder deine was? Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Okay. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde sammeln und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Okay, Moment mal kurz. Das habe ich vorhin, als ich rumgeguckt habe, gesehen irgendwo. Wegstecken-Einstellung. Manuelles Wegstecken, bitte. So. Gut. Oh, hier können wir Zeug sammeln wieder. So. Oh, Trank ist auf Maximum. Du kannst okay. Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Na, dann tun wir das mal. So, Waffe weglegen. Megatrank, yay! Ist ja klar, dass die von Capcom was mit Mega wiederbringen, ne? So, Hier drüben! Das hier einsammeln? Oh, ja, okay, gut, ich komme. Moment, da, ich konnte es einsammeln. Nadelbeere wird eingesammelt. Eine Nuss mit nadelartigen Stacheln, die zur Herstellung von Schrotmunition verwendet wird. Okay. Wie sollten die Waffe ziehen? Hier drüben! Ja, ich bin ja da. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist.
Was, du meinst, du hilfst mir nicht? Hey! Oh Gott, ich habe die Waffe weggesteckt gerade. Das ist nicht gut. Na. Ich will hier runter, da habe ich mehr Fläche. Verdammt, die konnte ich doch gleich aufladen. Oh, Arisiana hat Dings da geworfen. Sehr schön. Ah, aufladen einfach mit gedrückter Linker. Okay. Was zum Teufel tue ich? Verdammt, das Zielen mit V ist so merkwürdig. Aua. Wenn ich mich alleine schlage? Gar nicht. Ich werde geschlagen alleine. Verdammt, dreh dich doch mal. Okay, damit haben wir schon den zweiten erledigt. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Okay. Knochenhaufen haben wir hier erst einmal. Was bekommen wir da Schönes? Monsterknochen S. In Fossilien-Sammlung gefundenes Material, unverzichtbar für den Gebrauch auf der Jagd und im Alltag. Hier drüben. Ja, ganz ruhig. So. Sammeln. Jagras Lederhaut. Jagras Material durch Zerlegen erhalten. Biegsam wird für Ausrüstung verwendet. So. Und Jagras Lederhaut. Ich weiß auch nicht, was hier links die ganze Zeit angezeigt wird. Einfach das, was in der Nähe ist, oder? So, Schleuderfackel. Eine Fackelkapsel. Schleudermunition, mit der du kleine Monster vertreiben und dunkle Bereiche erleuchten kannst. Ja, hier haben wir den Lehmpilz. Offenbar wird links einfach die ganze Zeit angezeigt, was in der Nähe ist. Lehmpilz, ein Pilz, der Lähmungen herbeiführt. Er wird auch zur Herstellung von Beruhigungsbomben verwendet. Beruhigungsbomben. Seit wann sind Bomben denn beruhigend? Und da ist nichts bei rausgekommen. Okay, wir sollten unsere Beute weiter verfolgen. Rotkern, es wird blau markiert, also muss es gut sein. Mach. Eisenerz. Dieses Erz kann zu Metall geschmolzen und vielseitig verwendet werden. Das andere habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Ah, hier haben wir den Rotkern. Schleudermunition, mit der du weit entfernte Pflanzen treffen und Bomben auslösen kannst. Okay. Und Lehmpilz kennen wir ja schon. So. Du meinst, wir müssen da lang, ja? Ich wäre jetzt da oben lang gegangen, aber okay. Ich trau dir. Okay, zielen. Aufladen. Ups. Nutze, was du kannst. Mit wenig Gesundheit solltest du kein Monster angreifen. Es ist schlauer, dich zuerst zu heilen. Hättest du mir das nicht ein bisschen vorher sagen können? Ich habe keine Ahnung, wie viel Gesundheit. Achso, da oben steht er. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ich möchte gar keinen Treffer einstecken. Wettstein brauchen wir nicht. Gebratenes Steak? Ach toll, wie komme ich jetzt zu den Tränken? Aua! Okay, interessant. Jetzt ziehen wir auch einfach so mit dem Aufladen. Das ist gut. Aua. Okay, wenn wir den Kopf heben, dann müssen wir aufpassen. Hallo. Au.
Die Belohnung ist gesunken. Das ist aber nicht schön. So, okay. Wir haben hier das Rad. Verlierst du deine Gesundheit, fällst du in Ohnmacht und kehrst ins nächste Lager zurück. Passiert das zu oft, scheitert die Quest. Was hatten wir das? Ne, hatten wir nicht eben noch ein richtiges Rad für die verschiedenen Dinger? War das auf einer anderen Taste? Ich drücke jetzt gerade Q. Oh, ich sehe gerade, wir sollten mal die Folge beenden. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir uns hoffentlich nicht ganz so dämlich anstellen. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.